Also beim Homogenisieren wird das Fett in der Milch, was halt in relativ großen Fettkügelchen vorliegt, einfach zerkleinert. Das heißt, diese Fettkügelchen werden durch hohen Druck zum Platzen gebracht. Aus einem großen Fettkügelchen werden ganz viele kleine Fettkügelchen. Und dadurch ist die Auftriebskraft des Fettes, was ja normalerweise bei Rohmilch sich irgendwann nach ein paar Stunden auf der Oberfläche absetzt und dann haben wir oben eine Sahneschicht. Durch dieses Zerkleinern der Fettkügelchen wird diese Auftriebskraft also gegen Null gesetzt. Das heißt, die Milch rammt nicht mehr auf. Das nennt man Homogenisieren.